Säuren sind eine wunderbare Sache. Und ich habe ja auch schon das ein oder andere Produkt vorgestellt. Sie sind aber nicht ganz einfach zu handeln, besonders am Anfang nicht. Und heute stelle ich euch mal einen Toner vor von Face Theory. Und wie ich das Produkt finde, das habe ich nämlich jetzt schon einige Zeit getestet, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute soll es mal wieder um Säuren gehen und da habe ich ja auch schon das ein oder andere Produkt vorgestellt. Ich werde dir auf jeden Fall mal einen Ordner unter das i legen mit allen Produkten bezüglich Säuren, die ich schon vorgestellt habe, plus einem Informationsvideo, also wenn du noch gar keine Erfahrung mit Säuren hast. Ich packe da immer gern die Geschichte aus, ganz am Anfang meiner, ich sag's jetzt mal, Influencer-Karriere, habe ich Produkte zugeschickt bekommen und war total blauäugig und habe die jeden Tag angewendet und habe mir meine Gesichtshaut ganz schön gereizt. Das ist bei Säuren wie auch bei Sonnenbrand genau das Gleiche. Du kannst den Schaden nicht mehr rückgängig machen. Deswegen Vorsicht mit solchen Produkten, genauso wie auch mit diesem Produkt. Das gleiche zählt natürlich für Sonnenschutz. Wer Säuren im Gesicht anwendet, der macht seine Haut gegenüber der Sonne natürlich noch empfindlicher. Was nicht heißen soll, wenn du keine Säuren anwendest, dass du keinen Sonnenschutz tragen solltest. Den solltest du so oder so tragen. Aber wer hier damit Experimente machen möchte, muss im Gesicht Sonnenschutz tragen. Ich klinge da wie eine alte Platte in jedem Video, aber es ist echt immens wichtig. Fangen wir aber jetzt mal mit dem Produkt an. Das ist mir ins Auge gefallen, sozusagen ins Auge gestochen, als neuwertiges Produkt vor ungefähr einem halben Jahr oder so. Ich glaube, so lange ist es noch nicht her. Aber Face Theory bringen gerade regelmäßig neue Produkte raus. Und ich fand es halt ganz geschickt, so einen Toner zu haben, den kurzfristig auf dem Gesicht aufzutragen. Und ich kannte ich kannte den letzten Toner ja schon und bin mit dem recht gut zurechtgekommen. Ich werde dir auch auf jeden Fall mal einen Ordner mit meinen Face Theory Produkten und das i legen, da schaust du auch mal rein. Und deswegen fand ich diesen Zusatz von den Säuren gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, weil für mich die Anwendung einfach logisch geklungen hat. Bei so Säureprodukten ist es ganz wichtig, dass man sie am Anfang nicht regelmäßig verwendet. Wie gesagt, die Geschichte am Anfang, ich war so blöd und habe das regelmäßig verwendet und habe immer zwei Säuren auf einmal verwendet im Gesicht und ich sah echt übel aus. Also ihr müsst da wirklich vorsichtig sein und das langsam in eure Gesichtspflege einschleichen und wirklich auch nochmal auf der Homepage von Face Theory gucken, wie ihr das anwenden sollt. Also was ihr da genau machen sollt. Das Produkt hat auch die entsprechende, also den entsprechenden pH-Wert, damit es eben peelen kann. Und du musst halt vorsichtig sein. Hier ist Milchsäure drin, hier ist BHA drin und hier ist AHA dran. Und bei der Glykolsäure ist es halt so, die ist nicht für jeden so verträglich. Wie gesagt, da muss man aufpassen. Und wenn du gegen Aspirin allergisch bist, dann solltest du davon auch die Finger weglassen. Also das ist nochmal so ein kleiner Hinweis wegen der BHA-Säure. Ich finde, dieser Toner macht einen richtig schönen Glow. Ich verwende ihn allerdings nicht auf einem Wattepad. Ich habe den Tipp von der Inkipedia, von der Shenya. Ich mache es so und gieße es mir auf die Hand und mache es mir dann so ins Gesicht, weil mir das einfach zu verschwenderisch ist. Der Toner hat 18 Euro gekostet, da die Hälfte im Pad zu haben, da bin ich halt echt zu geizig. Also wer da wirklich dann auch noch einen Sprühkopf irgendwie hat, den er da drauf machen könnte, wäre natürlich viel besser. Das ist mein Problemprodukt bei der letzten Bestellung gewesen, das ist nämlich zum Teil ausgelaufen. Also ich habe das dann am Karton gesehen, dass da halt ein mega großer Fleck dran war, habe dann den Support angeschrieben. Und die haben mir das komplette Geld zurückerstattet. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Noch gar nie. Ihr müsst nicht Englisch schreiben mit denen, ihr könnt aber Englisch schreiben. Also die arbeiten halt dann mit einem Übersetzungsprogramm. Ihr macht es denen leichter, wenn ihr von vornherein eure Problematik auf Englisch beschreibt. Müsst ihr aber nicht, sozusagen.
Ich habe halt die Vermutung, entweder ist der Deckel falsch oder es war irgendwie offen schon oder also da hat auch die Versiegelung irgendwie gefehlt an dem Produkt. Aber es ist halt trotzdem nicht schlecht geworden, Gott sei Dank. Ich habe es dann gleich verwendet, weil offen war es schon, dann brauchst du es nicht mehr lange auf die Seite stellen. Und so viel habe ich da noch gar nicht verwendet, weil wie gesagt, du sollst es nicht regelmäßig verwenden, auch ich verwende es nicht regelmäßig. Und gerade in Verbindung mit Retinol soll man aufpassen. Na, also wenn du Retinol anwendest in irgendeiner Form in deiner Routine, musst du es in Verbindung mit Säure halt echt aufpassen, ob du das irgendwie verträgst, weil beide Produkte reizen so ein bisschen. Ich liebe das Produkt. Also für mich ist es wie perfekt gemacht. Denn gerade BHA und AHA sind bei mir so. Gerade mit Niacinamid so, wie sagt man, die spielen gut miteinander, weil es bei mir dazu führt, dass ich nicht ganz so fettige Haut habe. Ne? Also weil die Poren halt einfach auch befreit werden. Niacinamid eben auch seinen Job diesbezüglich macht. Und da ist es halt echt eine wunderbare Komponente. Es ist Grünteeextrakt ebenfalls enthalten, was wirklich wieder beruhigend auf die Haut wirkt. Es ist demnach eben kein Toner, meiner Meinung nach, den man regelmäßig anwenden soll. Wenn du geübt bist, dann kannst du das eventuell machen. Aber das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Mit 17,99 € ist das halt eben auch ein Produkt, was so ein bisschen teurer ist. Ich wurde auch schon in einem Livestream gefragt, du verwendest aber Toner und hast was gegen Gesichtswasser. Das Gesichtswasser an sich hat für mich jetzt weniger einen Sinn, mehr so einen Feuchthaltesinn in dem Sinn, weil Produkte dann besser in die Haut eindringen können. Das ist ja eher so ein Toner mit einem Zusatz. Ne? Also mir ist es dann wichtig, dass entweder dann halt wirklich aktive Inhaltsstoffe drin sind, die eben was für meine Haut tun. Früher war das sture Gesichtswasser bei mir auch so ein Zusatz zur Reinigung, was meine Haut im Endeffekt noch mehr gereizt hat. Das hat mir ja im Endeffekt gar nichts gebracht. Und dazu nütze ich einen Toner eben nicht mehr, sondern das ist so ein Weg, um Feuchtigkeit in mein Gesicht zu bringen, zum einen, und eben noch mehr Actives in die Haut reinzuschleusen, ne? Um eben den nächsten Schritt, den man in der Gesichtspflege macht, dass der noch ein bisschen einfacher ist, also dass die Produkte einfacher einziehen können in die Haut. Dafür nutze ich einen Toner. Also ich nutze nicht regelmäßig sowas und wenn dann nur mit einem Zusatz. Und da sind es eben die Säuren in dem Produkt hier drin. Ich komme wahnsinnig gut damit zurecht von Anfang an. Also ich bin jetzt Face Theory auch echt gewöhnt, muss ich sagen. Es ist vom Preis her natürlich eine Marke, die ein bisschen höherpreisig ist, aber so wie der Kundendienst arbeitet, so sagen sie auch, wenn ein Produkt für dich gar nicht funktioniert, kannst du das innerhalb von 365 Tagen wieder zurückgeben. Also sind sie sich ihrer Sache schon unwahrscheinlich sicher. Und ich verwende es jetzt schon seit nicht ganz anderthalb Jahren. Ich habe vor 2 Jahren, nee, vorletztes Jahr im Oktober habe ich angefangen, glaube sowas um den Dreh rum. Also so lange ist es noch nicht her, dass ich meine Gesichtspflege komplett umgestellt habe. Dieses Produkt kommt nämlich auch ohne Duftstoffe aus. Die braucht man da drin nicht. Face Theory gibt auch bei diversen Produkten eben an, dass sie irgendwie ja so ein bisschen säuerlich riechen können. So ist es hier auch, weil es ist Milchsäure enthalten. Und dann riecht es so ein bisschen säuerlich auch. Aber es ist nicht unangenehm, ne? Also, wer wirklich dann da einen Duft in seinem Produkt drin haben möchte, es gibt Varianten, nicht bei jedem Produkt, dass man da eben halt eine Duftvariante dann aussuchen kann. Aber wie schon erwähnt, ihr braucht keine Duftstoffe im Gesicht und gerade bei Produkten mit Säuren müsst ihr eben aufpassen und alles, was irgendwie triggern kann, weg aus der Gesichtspflegeroutine. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Kennst du dieses Produkt? Hast du andere Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Schreib mir gerne unten in die Kommentare. Du kannst mir auch in die Kommentare schreiben, deine Erfahrungen mit Säuren, ob die positiv oder negativ waren. Es ist ganz wichtig, dass mein Zuschauer eben auch deine Erfahrung mitkriegt. Also pack gerne mal deine Säuregeschichte
unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.